Hallo, der Lolo mal wieder. Ich möchte euch mal heute den Smoke TFV4 vorstellen. Das Triple Coil war verbaut. Habe den jetzt auch nicht gereinigt. Das wird schon sauber sein. Mittlerweile hacken ja alle auf der E-Zigarette rum. Ich werde es überleben. Das Drip-Tip mit der verbauten externen Luftzufuhr, also Nebenluft, kann man ja verstellen, ist alles bekannt. Ich wollte euch nur mal sagen, eine Kaufempfehlung auf jeden Fall. Ich könnte jetzt alle meine Tröpfler zur Seite stellen oder in die Kiste legen. Also im Moment der absolute Überflieger. Das habe ich noch nicht erlebt. Ich habe jetzt 60 Watt, 3,7 Volt, 0,2 Ohm das Triple Coil. Akkus sind neu, 100%. Weiß nicht, ob man es sehen kann, wenn man es mal sehen könnte. Ja, doch andersrum. Ja. Also es ist auf jeden Fall ein Reaktor. Wenn du 3, 4, 5 mal ziehst, ist es so heiß, wird er so heiß wie ein Reaktor. Sind Riesencoils. Die Coils selber sind so groß wie manch Verdampfer. Also ein kompletter Verdampfer oder Tröpfler von mir aus. Hat aber immer noch die Maße, dass er sauber auf der zum Beispiel Siegelei sitzt. Also bei 60 Watt werde ich mal dampfen kurz. Watt bei 3,7 Volt. Also ich glaube, das Ding ist ein kranker Scheiß. Im Positiven. Darauf habe ich gewartet. Ein Tank, rund 5 Milliliter, was auch immer sie beschreiben hier, völlig unwichtig. Aber geil. Ich werde ihn jetzt mal auf meine, wie immer, selbstgebaute mechanische Box schrauben. Wo ich eigentlich nur niederohmige Tröpfler verwenden kann, weil da liegen so 160 Watt drauf, circa. Angegeben sind die ja bis 140 Watt. Alles offen. Airflow komplett offen, Airflow von der Nebenluft komplett offen. Jetzt mal bei circa 160 Watt. Wie gesagt, das Ding wird allerdings so warm wie ein Reaktor. Vielleicht kann man da nicht ganz so oft ziehen, dass das Pyrex-Glas wegfliegt. Ich weiß es nicht. Ich ziehe mal richtig. Jetzt wird es langsam heiß. Bei 160 Watt. Schmeckt Bombe. 6 Milligramm Nikotin. 80-20. Saugt er wie nix. Saugt er weg wie nix. Der war vor wenigen Minuten noch voll. Bis obere Kappe. Man achte drauf. Halb voll. Jetzt hat sich natürlich die Watte noch zusammen. Getränkt. Die Watte ist wohl getränkt jetzt. Aber der saugt was weg. Also wer den ultimativen Dampfer sucht, der TFV4, ich habe ihn gleich im Dreier-Set genommen, sind drei Coils bei, das Single Coil, das Triple Coil und die Wickelbase oder Wickelbase, die ist auch schon fertig gewickelt, ist mit Sicherheit auch ein Kracher, weil so eine großen Liquid-Löcher habe ich noch nie gesehen. Also da kannst du so einen ganzen Strang reinhauen.
Der wird wahrscheinlich auch wie die Hölle dampfen. So, da wisst ihr Bescheid. Also, wer viel Wolken machen will, unbedingt kaufen. Und schnell kaufen. Der ist schon ordentlich vergriffen. Das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal.